Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, der YouSelfFreak33 und ja, heute mit dem, ja, Review, Showcase, was auch immer, zu meinem Leopard 2R6, den ich mir jetzt aus Lego gebaut habe. Ja, ich hatte ja, wie schon in dem letzten Update oder vorletzten, ich weiß gar nicht mehr, angekündigt, dass ich mir dazu eine Pick-a-Brick-Bestellung machen wollte und ja, gestern habe ich dazu ja schon das Unboxing gemacht und ja, jetzt habe ich halt gestern Abend mir den Panzer aus den Teilen halt und meiner Lego Digital Designer Bauanleitung halt nachgebaut. Und ja, hier drauf sind schon mal zwei meiner Soldaten. Hier unten steht auch noch mal einer. Ja, eigentlich gehören zur Besatzung vom Leo ja eigentlich vier, aber ja, ich habe halt im Moment nur drei. Und ja, die anderen muss man sich halt in der Wanne einfach dazu denken. Das ist dann hier einfach einer, der da gar nicht zugehört. Deswegen weg mit dir. Ja. Ich fange mal bei den Ketten an. Also, das sind solche Ketten wie beim Corporate Alliance Tank Droid. Läuft hier auf sieben Zahnrädern, wie es eigentlich auch ist. Beim Leo sind dann hier vorne oben und da hinten oben auf beiden Seiten auch noch jeweils ein Laufrad etwas erhöht. Also auf jeder Seite eigentlich neun. Da dann der Panzer etwas zu hoch gewesen wäre, weil man das hier nicht mehr drunter gekriegt hätte. Habe ich das halt weggelassen. Ist vielleicht nicht so originalgetreu, aber dafür sieht es besser aus. Ja. Rollen halt erstaunlich gut, finde ich. Sowohl hier auf dem Verplatte als auch hier auf dem eher Stoff. Ja. Ja, eigentlich hatte ich es ja vor, dass ich mir das in dunkelgrün baue, da es aber nun mal nicht in bei Pick-a-Brick keinen dunkelgrünen Stein so gut wie keine gibt, habe ich mir halt jetzt in hellgrün bzw. in normalen Lego-Grün gebaut und halt mit Tarnlackierung hier ein paar braune und schwarze Stellen halt. Ja, hier halt auf beiden Seiten diese Kettenschürzen, auch vorne diese Frontlichter, die eigentlich hier drunter, glaube ich, eher sind, aber das hätte von Ketten her nicht mehr gepasst. Deswegen musste ich sie oben drauf setzen. Ja, also die Ketten sieht hier vorne auch nicht so toll aus. Werde ich auch vielleicht nochmal updaten, dass das dann besser aussieht mit der Front. Ja, hier ist das halt alles so ganz glatt gemacht. Und so, da sieht man halt den Drehkranz, kann man, glaube ich, erkennen. Ja, da ist halt der Turm dann drauf. Da das so ein 2x2 Drehkranz ist, wackelt der Turm noch sehr hin und her und hängt auch nach vorne durch. Und ja, ich werde jetzt versuchen, mir noch einen größeren Drehkranz da einzubauen. Aber den habe ich jetzt erstmal nicht gefunden. Ja, aber so geht es erstmal auch. Ja. Hinten ist das halt so leicht erhöht ab hier. So ist das auch halt beim Leo. Und der hat halt hier auf jeder Seite dieser hinteren Kettenschürzen halt zwei Rücklichter. Ja, hier sieht man nochmal die Zahnradaufhängung sozusagen. Hinten auch nicht und im unteren Teil nicht so schön, aber ich werde versuchen, es noch zu optimieren in nächster Zeit. Aber das werde ich dann halt updaten. Und ja, da wollte ich jetzt auch nicht mehr zu lange jetzt direkt dran arbeiten. Ja, das war es eigentlich schon so zur Wanne und zum Unterteil. Jetzt komme ich mal zum Turm. Der ist halt um 360 Grad drehbar. Hier hinten muss man halt ein bisschen anheben, um den hier drüber zu kriegen. Ja, vielleicht werde ich das hier an der an Teil für den hoch und runter von der Glattrohrkanone auch noch irgendwie optimieren, dass das nicht so scharf, wenn man das da drüber zieht. Kann den halt hier auch, wie es halt beim Transport auch gemacht wird, wenn man ein bisschen dran zieht, hier hinten. Ah, ich mache mal. Kann man das hier halt hinten auch draufklemmen. Dann sieht das so aus. Die Kanone kann man halt hoch machen. In mehreren Stufen. Ja. Die ist auch nicht sehr stabil, diese einzelnen Teile. Ich werde die entweder verkleben oder da irgendeine Stange reinmachen oder mir sonst irgendwas einfallen lassen, weil die halt manchmal abbrechen beim Hoch und Runter machen.
Ja, an Seiten sind dann hier diese Nebelmittelwurfanlagen auf jeder Seite. Hier die Luken für die beiden Luken. Kann zum Beispiel der Kommandant und der Richtschütze rausgucken. Ja. Nehme ich mal die beiden Figuren raus. So sieht das dann aus. So sieht der dann aus, wenn die Luken geschlossen sind. Hier ist noch ein MG drauf, das werde ich auch noch optimieren. Im Moment ist da nur so ein langes Lego Star Wars Blaster Gewehr drauf. Ja, kann man halt auch drehen. Obwohl, so schlecht ist es eigentlich gar nicht, aber ja, ich habe noch so ein anderes MG. Aber das ist ein bisschen groß. Naja, muss ich mal gucken. Hier ist dann halt noch so ein Periskop vom Kommandanten, beziehungsweise vom Richtschützen. Ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, bewertet, kommentiert, abonniert. Schreibt mir, was ich verbessern kann. Ja, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Und ja, bis dann, tschüss. Achso, Abo-Empfehlung an LEGO Freak 10.000 und The Mod Maker 363.